Da ist ein Fuchs auf den Schultern, aber ist in Ordnung. Das ist der Schrein, der... Ja. Ich kletter mal hier hoch, nutze den Fahrstuhl und dann... Ich kletter mal da hoch, nutze den Fahrstuhl und dann... So, hi. Er war aber schon ein bisschen härter, der Kampf. Aber gut, wir sind ja auch immer noch viel zu schwach. Okay, in der Höhle. Zwergo! Ivaldis Schmiede. Das ist... Ja, zu pfeifen. Ich hasse sowas. Avi, sag dieser Arschwolke, dass er nicht einfach in Asgard herumlaufen und seinen Pinsel in jede Höhle tauchen kann, wie es ihm beliebt. Ich war nur neugierig, Zwerg. Es lag mir fern, dich zu beleidigen. Ich wollte nur mein Wissen erweitern. Die Zwerge geben nichts kostenlos her. Entschuldige die Ablenkung, Meister Schmied. Ich werde dich arbeiten lassen. Und? Was soll ich dir heute fertigen, Harvey? Bodenlose Hosen, falls du dir auf dem Schlachtfeld einscheißen musst? Was wollte der Baumeister? Was ist Geistmagie? Werden die Zwerge Ragnarok überleben? Worüber hast du mit dem Baumeister gesprochen? Harvey, meine freundliche Obhut. Du weißt, wir Zwerge geben nichts kostenlos her. Wenn du eine Antwort willst, verlange ich etwas im Tausch dafür. Und was? Eine verborgene Wahrheit, die nur dir bekannt ist, Weitblicker. Lass mich an deinem geheimen Wissen über die Welt teilhaben. Mächtige Pferde ziehen die Sonne und den Mond. Die Schwingen eines Adlers erwecken den Wind. Die Menschen werden Ragnarok überleben. Die Menschen werden Ragnarök überleben. Im Holze Hudmimirs werden sie Zuflucht suchen und vom Morgentau leben, bis sich ihre Zahl wieder erholt hat. Die Menschen sind ein wahrhaft wackeres Geschlecht. Viel stärker, als wir es ihnen zugestehen. Also, du hast gefragt, was dieser Sack voll Schafsgedärme wollte. Er wollte wissen, wie Magie euren Huger beeinflusst. Warum sollte es ihn interessieren, wie mein Geist auf Magie reagiert? Nicht nur deiner, Harvey. Von euch allen. Aesir und Vanir. Ich sagte ihm, er soll seine Scheiße woanders schippen. Wenn das alles war, kannst du dich jetzt verpissen und mich arbeiten lassen. Da wäre noch eine Sache. Kannst du mir eine unzerstörbare Kette schmieden? Ketten sind überbewertet. Ein schwaches Glied und sie ist wertlos. Lass mich ein Seil fertigen, das selbst Thor nicht zerreißen könnte. Es muss aber stark genug sein, eine mächtige Bestie zu fesseln. Ich werde meinen Schweiß in dieses Seil fließen lassen, Harvey. All mein Wissen und all meine Fertigkeiten werden es stärken. Und was erhalte ich dafür? Nichts. Deine Freiheit, meine Dankbarkeit. Leiste, was du versprochen hast, und dein Vertrag ist erfüllt. Meine Nase juckt. Wo ist die Falle? Keine Falle, kein Haken. Fertige dieses Seil an und ich entlasse dich aus deiner Dienstpflicht. Um solch ein Seil zu fertigen, brauche ich einige unmögliche Zutaten. Nennen Sie mir. Sieh, ich habe die Sehne eines Bären, den Atem eines Fisches und... Den Tritt einer Katze? Die Wurzel eines Berges. Wie finde ich sowas? Woher soll ich das wissen? Die Rätsel werden dich führen. Ich habe keine Geduld für Rätsel, Zwerg. Diese Rätsel sind so alt wie die Welt. Weitergegeben von Nyji und Nidhi an Nordri und Sudri, Austri und Westri, Altjof. Ich verstehe. Ich bin bald zurück.
Vestri und Estri. Valin, Bivor, Bavor, Bömbor, Nori, An und Anna, Ai, Mjötvidnir, Vaik und Gandalf, Windalf, Treintek und Thorin, Tror, Wit und Lid, Na und Nyrat, Regin und Razvid. Sonst noch? Zweikantig, Gandalf. Gandalf und den anderen Namen habe ich vergessen. Ivaldis Schnitzerei. Die namensgebenden Bäume des Hohlen Waldes haben Eigenschaften, die man sonst nirgendwo in den Reichen findet. In ihrem Innern findet sich eine feste Leere, die sich dem Blick entzieht und dann näher kommt. Wie das Heben und Senken eines daunenbedeckten Busens. Oh Gott. Würde ein Werk aus diesem Holz dieselbe wogende Eigenschaft haben, wenn es von der Wurzel abgeschnitten wurde? Was für ein Busen? Hier unten tauchen? Gibt es da unten Geschenke? Ne, ist nur einfach nur so ein Pinkelbecken. Das ist, glaube ich, nicht da in der Nähe. Und wenn, ist auch nur wieder so ein Dings. Der Bums da. Okay, wir haben Quests. Ein paar Quests. Glaube ich. Jo. Ich sehe keine Quest. Tritt einer Katze. Ivaldi verlangt nach einem Katzentritt. Und das Zauberseil Gleipnir zu fertigen. Ich Wurzel schlagen. Finde die Wurzel eines Berges. Den Rest haben wir, oder was? Oh, guck mal hier. Level 20. Oh. Ich habe keinen Plan, wo wir den Tritt einer Katze herbekommen, aber... Finde einen Katzentritt. Die weißen Rätsel sind bei deinen Questgegenständen im Inventar. Achso. Okay. Fußnote einer Katze. Fußnote einer Katze. Über dem Tor der großen Halle des Nordens sitzt geduldig eine goldene Katze. Den Blick auf vielen hohen Türmen. Wird sie gefunden, flieht sie. Doch folge ihr ohne Furcht. Sie springt, steigt hinab, führt sie dich zum Ende. Schwebt sie zu Boden, landet ebenso und stiehlt schnell ihre Geräusch. Oh Gott, das klingt nach so viel Spaß, ey. Der Gipfel der Möglichkeiten. In felsiger Wiege, auf Asgards höchsten Höhen, schläft die Saat in Ymiris kaltem Griff. Wärme sie wach, bring sie zu Wasser und alte Knochen erwachen zu neuem Leben. Oh Gott, oh Gott. Wisst ihr, wie sehr ich Rätsel liebe? Rätsel sind super. Oh Gott, ich hasse Rätsel wie die Pest, wirklich. Über den Tore der großen Halle des Nordens. Okay, Norden. Ich hasse das. Ernsthaft, das ist nicht meins. Da bin ich kein Fan von. Ich hasse Rätsel, ehrlich. Ja, weg da. Große Halle im Norden. Wo ist Norden überhaupt? Warte, ich suche Norden. Norden. Norden ist da. Da ist keine Halle. Ja, von wo aus denn große Halle im Norden eigentlich? Meinen die das da? Das ist aber eher Nordwesten, aber das... Ich... Oh. Das ist nicht meins. Oh Gott, ich bin nicht so begeistert davon, so ein Rätsel zu machen. Vor den Toren in der großen Halle im Norden. Da unten ist das... Na Gott sei Dank. Das hier ist Norden. Hallo, goldene Katze. Golden Mitzpitz.
Katze! Schnell streicheln. Schnell! Tritt mich! Tritt mich! Streichel ihr den Bauch, dann tritt sie dich! Nein, nicht knuscheln! Du sollst sie treten! Sie soll dich treten! Oh Mann, scheiße, ey. Ich nehme noch ein paar Katzen mit. Ich kann keine Katzen mehr mitnehmen. Meint ihr die Insel? Mit Blick auf die großen Türme. Das sind ja die großen, also... Oh Gott. Ich gehe mal da auf... Auf diese Insel. Ich habe keine Ahnung. Das ist das Einzige, was im Norden ist. Von wo aus wollen sie denn den Norden sehen? Es ist natürlich ein bisschen tricky. Man kann natürlich auch sagen, von hier unten aus Norden, ne? Denn... ist die ganze Stadt drin. Wenn wir von hier aus Norden sehen, ist nichts mehr drin. Also, das ist sehr, sehr tricky gehalten. Das ist wirklich gar nicht, das ist nicht schön. Ich werde trotzdem mal darüber rudern. Auch wenn es da drüben nicht sein wird, aber da drüben ist ein Rätsel. Und es hieß, die Rätsel dieser, ne? Aber vielleicht ist es ja, meint er ja auch einfach diese blöden Zettel, die man hier in die Hand gedrückt hat. Aber die Frage ist, wir haben ja auch noch nicht die anderen Sachen. Was brauchst du denn noch? Wir haben ja dieses Katzending nicht. Und die Wurzel nicht. Geh jetzt einfach mal hier rüber. Und zur Not gucke ich im Internet nach, bin ich ganz ehrlich. Das ist mir nämlich, das ist gar nicht, das ist nicht meins. Oh, Scotty! Ich verfluche den Tag. Schnauze. Dein betrunkenes Klagen schallt durch Asgard. Was hat dir so zugesetzt? Ich habe ein schönes Strandhaus in Nordtun. Der vollkommenste Ort in ganz Asgard. Aber reicht es, um Skadi glücklich zu machen? Nein! Sie will, dass wir in den beschissenen Bergen erfrieren. Sie ist eine Jötun. Das hättest du wissen müssen, bevor du sie zur Frau nahmst. Sie wählte mich? Was kann ich dafür, dass ich solch schöne Füße habe? Du kannst so nicht weitermachen. Dein Geheul wird einen Seesturm entfachen. Das ist mir gleich. Ich habe genug Met, um mich warm zu halten, bis Skadi und ihr Clan in ihre kalte Heimat zurückkehren. Vielleicht werden sie das. Doch zuvor werden sie die Reichtümer deines schönen Hauses plündern. Daran hatte ich nicht gedacht. Bring Ymirs Eiern! Ich muss zur Küste zurück! Bring mir ein Boot! Noch habe ich meinen Stolz. Ich weigere mich wie ein Fischer zu schwimmen. Bring mir ein Boot! Da ist ein Boot. Der kommt auch? Ja, der kommt. Der wollte nicht da runterhüpfen, wo ich runterhüpfen wollte. Scotty! Scotty! Na! Alter, was explodiert denn das Ding plötzlich? Jötun zur Frau zu haben, ist sicher nicht leicht. Das einzige Mal, dass sie je wirklich lächelte, oh Gott, der Typ nervt mich höllisch. Als diese Ziege fast Lokis Eier abriss. Ich weiß noch, wie ich dachte. Och, die ist grausam. Und hinreißen. Die Freude war den Schmerz nicht wert. Und nun habe ich ihren ganzen verfluchten Clan am Hals. Der Typ nervt. Ich kenne eine Rune, die ihren Äxten die Schärfe nimmt. Nur wenn das auch ihre Zunge geht. Wir
denn da? Ich hoffe, du findest Frieden, edler Njörd. Eine schlechte Wahl kann schwierig sein, aber nicht schlimmer, als überhaupt nicht zu lieben. Mein Heim in Noatun wird mir genug Freude bringen. Aber was ist mit dir, Gerissener? Was liebst du? Wissen, Meereskönig. Ihm nachzujagen. Geheimnisse zu entwirren, Geschichten zu entdecken. Das ist es, was mich nährt. Nun, so wie ich die Welt und alle neuen Reiche kenne, wirst du nie hungrig sein. Das Glück sei mit dir. Nope. Aber es hat uns Level abgebracht, also hat sich's schon gelohnt. Das hat sich schon gelohnt, da Level ab. Mal sehen, wo du mich hinbringst. So. Okay, wir suchen aber immer noch irgendeinen großen... Oh, ich hasse das wirklich. Das ist... Ich habe da auch gar keine Muße zu, ehrlich gesagt. Weil das einfach nicht meine Welt ist. Hätte ich gewusst, dass wir so einen Mist machen müssen, dann hätte ich das nicht gemacht. Über dem Tor der großen Halle des Nordens. Oder meinen die damit die große Halle hier? Ich guck mal dahin. Irgendwo muss es ja sein. So, über dem Tor der großen Halle. Da ist ja eine große Halle. Das ist eine große Halle und hier über dem Tor oder was? Kann mir der Vogel irgendwie helfen? Wow. Schönen. Wow. Alter, Vogel! Vogel! Vogel, komm runter! Komm! Vogel! Beruhig dich! Wow, wow, hier sehe ich wirklich alles. Danke. Ja. Sehe ich überhaupt so irgendetwas oder eher so weniger? Ich weiß ja nicht mal, wonach ich suche, ehrlich gesagt. Da ist auch noch ein großes Tor. Direkt vor uns. Nee, hinter uns. Also vor uns. Also das da. Aber es sind zwei Tore. Ich habe keine Ahnung. Ich mache auch Ausgleich. Das ist nicht meins. Ich gucke das im Internet nach. Ehrlich, das ist... Ich habe da wirklich überhaupt gar keine Muse. Das ist nicht meins. Die Motivation fehlt mir dafür wirklich tatsächlich extrem. Weil das einfach... Das ist nicht meine Welt. Dieses nach irgendein Zettel rumrätseln mag ich nicht. Ist einfach so. Es tut mir leid, aber das mag ich. Das mag ich nicht. Wenn mich jetzt hier doof und dämlich suchen, weil mir ein Zettel sagt, ein Tor. Ja. Die Halle im Norden, die große Halle, ein Tor. Ich weiß einfach, Ich bin ganz ehrlich, für mich ist Norden da hinten. Das ist Norden. Und da ist keine Halle in der Nähe. Nicht mal mehr annähernd ist hier eine Halle. Deswegen, das ist so... Sie für mich, Sühnen. So random geschrieben. Das mag ich, das ist furchtbar. Also wirklich hochfliegen kannst du nicht, ne? Deswegen meinen die das hier? Meinen die... Was genau meinen sie? Und das ist das, was... Was ich nicht mag.
Ich gehe jetzt nochmal zu diesem einen Tor hier und dann war's das. Aber das ist absolut nicht meine Welt. Das kann, das, nee. Da gucke ich im Internet nach, wo der Startpunkt ist und dann den Rest können wir ja so machen. Aber ich muss im Internet nachgucken, wo der Startpunkt ist, sonst kriege ich einen Vogel. Das wäre ich verrückt bei. Da wäre ich verrückt bei. Deswegen, es muss irgendetwas aufploppen, es muss mir irgendwas gezeigt werden, wo ich hin muss. Und nicht einfach nur random geschrieben. Eine Idee, ne? Über den Tor der großen Halle des Nordens. Ja, das ist für mich eine große Halle im Norden und wir sind hier über dem Tor, also wenn es das nicht ist, dann muss ich gucken. Und hier sitzt keine Katze. Also wir sind am großen Tor im Norden. Wir sind da drüber. Aber hier ist keine Katze. Auf der anderen Seite. Tor hat immer zwei Durchgänge. Nope. Ja, ich bin dann raus. Ich gucke das im Internet nach und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Aufnahme. Ich finde das... Das hier ist ein großes Tor. Groß... Hä, warum kannst du da nicht klettern, du behinderter Spacko? Warum kann er da nicht... Er hat dich festgehalten, losgelassen. Ja, dann sei tot. Bis zum nächsten Mal.